Hallihallo an alle zusammen und herzlich willkommen zu einer nachvertonten und nachsynchronisierten Folge von Pokémon 3D. Ja, wir haben dies ursprünglich ja im Stream gespielt und ich habe mich dazu entschlossen, das Team nochmal umzustellen, nochmal was anderes zu machen und während ich die Pokémon alle trainiere und die Teams umstelle, werde ich erstmal das Projekt pausieren, weil das doch schon ziemlich auf den Senkel geht und auch diese ständige Verwirrung und dass die Pokémon aus irgendeinem Grund echt langsam sind. Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe ein Tratini und ein Rabaut, was sich dann im Stream zu Kickdee weiterentwickelt hat, ins Team aufgenommen. Und eigentlich möchte ich euch diesen Part hier nicht zeigen, weil er bringt einen nicht viel weiter, er bringt uns nicht sehr viel weiter. Vom Spielstand sind wir noch genauso her, sind wir ein paar Level stärker, aber ich habe mich dann doch dazu entschlossen, das Projekt erstmal zu pausieren. Dann stattdessen werden wir dann Pokémon Grün erstmal weiterspielen. Das geht nahtlos über, bis ich dann vom Team-Level her in Pokémon 3D so weit bin, weiterzumachen. Also je nachdem, ich werde es in der Woche jetzt offline mal weiterspielen, werde in der Top 4 die Pokémon weiter trainieren und mal schauen, wie es dann wird. Ja, und zu dem neuen, zu Mittwoch hatte ich mir überlegt, ursprünglich war geplant, dass ich Baphomets Fluch 3, Teil 3 spiele, aber da dieses Spiel auch nicht funktioniert, habe ich mich dazu entschlossen, dann Life is Strange weiterzuspielen. Yep. Und da werde ich, wenn ich das jetzt die nächsten Tage hinbekomme, da ich die ganze Zeit mit Broken Sword 3 in Gange war, versuche ich das diesen Mittwoch noch hochzuladen und ja, mal schauen. Also euch, ich werde diesen Part in eins hochklatschen. Das sind jetzt 30 Minuten Betrug, Skandale und weiß was ich im Gange. Legt euch zurück, lacht euch kaputt. Nein, das ist echt lachhaft, was da passiert ist. Ich schlage mich die ganze Zeit nur selber, verliere den Kampf nur knapp. Ich meine, wir sind vom Level her, von der Teamstärke her, sind wir genauso stark wie Willi, haben genauso viele Chancen, aber Willi hat 1000 Top-Genesungen. Er trifft immer mit Verwirrung, mit einem Todeskuss, mit... Oh, und das geht mir jetzt langsam auf den Sack, deswegen, ich werde die Pokémon dann offscreen trainieren und dann werden wir ordentlich reinzimmern. Ich hoffe, ihr versteht diese Entscheidung und seid mir nicht böse, aber es wird noch weitergehen, keine Sorge, dafür werde ich sorgen. Und sollte ich halt bis Donnerstag noch nicht so weit sein, dann werde ich erstmal ein paar Pokémon Grün raushauen. Von daher, ja. Genießt jetzt die spannenden Spielstunden mit Willi und seinem Knutschana. Und bis dann. Ciao. Habe eine Idee. Kommt da gerade eine Idee? Okay. Hatsumere, hau raus. Hau raus, mein gutes Mäuschen. Jetzt musst du hier... Das Problem dieses Teams ist, sie sind nicht schnell. Ein Rosana gehört nicht wirklich zu den schnellsten Pokémon, die es gibt. Aber
Also finde ich, aber dass das auch sogar schneller als ein Goldring ist, das ist echt verwundernswert. Das war klar. Mir ist da aber gerade eine kleine Idee gekommen, die ich gerne ausprobieren möchte. Wartet mal. Hat mal wieder nicht geklappt, ihr seht, man wird ja da ständig weggeflincht. Wo ist denn hier Felsgrab? Haben wir kein Felsgrab? Haben wir das wirklich? Haben wir das wirklich nicht? Nur Walzer? Ach ja, stimmt. Aha. Kann jetzt noch jemand erwehren? Nein. Hopslash, Zertrumraum, nützt nichts. Wir müssten eventuell... Können wir eventuell dem Goldking noch was anderes beibringen? Ups. Du kannst die Attacke? Soll das aussehen? Ich dachte, ich hätte ja... Verdammt, sonst hätte ich gesagt, okay. Slime auf, du machst das. Was hast du nochmal für Attacken? Wir versuchen jetzt mal den Lead andersrum. Wir müssen echt die unterschiedlichsten, oder? Oder, weil... Dugong braucht wirklich nur einen Treffer. Und dann war's das. Wie habe ich denn das letzte Mal das geschafft? Ich glaube, ich habe auch einfach mit Kramux angefangen. Aber da hatten wir auch wirklich Glück mit Crits und Flinches. Ich setze jetzt erstmal Dugong ein mit dem Blizzard. Ja! Super! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Okay, den flinchen wir weg. Versuch so viel Schaden wie möglich zu machen. Jawohl! Okay, wir müssen vielleicht mit Dugong anfangen. Oh, Dugong! Du steckst sehr viel weg. Ich meine, hey, du hast schon einen Lamos vor dir. So, und da würde ich jetzt einen Crunch machen. Okay, versuch mal seine Verteidigung zu senken. Das würde sehr gut sein. Pergato braucht aber ein paar KP. So. Ich glaube, da mache ich auch weiter mit Knirscher. Das ist echt, es ist wirklich anstrengend mit dieser Verwirrung. Gut, und jetzt kommt Kramurz. Mit diesen dämlichen Versuchungen. Oh, danke. Danke, Kramurz. So, und jetzt mach auch dieses komische Kussmund-Ding fertig. Alter. Komm, Kramurz, das schaffst du. Komm, wach auf.
So, wir haben jetzt nochmal zwei Runden. Komm. Komm, Ramos. Jetzt reicht es. Das ist echt doof, dass sie... Ich muss mal gucken, ob ich... Es müsste doch eigentlich Beeren geben, die doch die Verwirrung aufnehmen, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob wir so eine Beere haben. Oh, Azumarill. Das wäre echt wichtig. Verdammt, Mann. Es lief gut. Es lief schon mal sehr gut. Warte mal. Beeren, Beeren, Beeren. Dann muss ich jetzt mal ein bisschen die Beeren benutzen. Ne, oder? Heilt eine Brunusbeere auch Verwirrung, aber ich habe nicht so viel davon. Das Konsum bei Using, ja. Friendship brauche ich nicht. Chesto. Haben wir denn hier noch? Imperial Share. Ich würde gerne noch mal Kramux noch ein bisschen weiter nach unten setzen. Ja, nein, nein, nein. Dass wir erstmal diese zwei vorlassen, die sind praktisch das Kanonenfutter für diese Runde. Aber wir müssen das tun. Wir müssen so viel Schaden wie möglich drücken. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht eine neue Aufnahme starte oder ab dem Zeitpunkt schneide, wo man weiterkommt. Weil das ist echt langweilig, die ganze Zeit das so zu sehen. Aber so müsste es klappen. Yugong hat das schon sehr gut gemacht. Ja, Psychokinese, das finde ich gut, dass er nicht sofort mit Kampfstrahl anfängt und schon der erste ist down. Oh, sie kommt gleich mit Rosanna an. Das ist ungewöhnlich. Der scheint auch seine Strategie wohl geändert zu haben. Gut. Aber glaub mir. Setz doch mal Todesfluss ein, komm. Gut, Impergator, du musst es jetzt machen. Ich glaube, du könntest es sogar one-hitten. Wenn du nicht andauernd einschlafen würdest. Ja, ich versuch's. Versuch's, komm. Ja. Ja. Entschuldigung. Ja, er kriegt jetzt langsam Kiss hier. Ah, perfekt. Du musst natürlich eine Psychokinese übernehmen, aber das machst du. Ja, perfekt. Komm. Ice Punch. Bam. So geht das. Sehr gut, Slimeok. So, jetzt werden wir mal gegen antworten mit der Verwirrung. Du willst mich verwirren? Ja, unseres geht natürlich daneben, ist klar. Komm. Ja. Jetzt wirst du weggeflinscht. Ah, Mann. Aber die Verwirrung dürfte nicht
Ja, fang an. Oh, was ist denn mit dem guten Willi los? Da hat wohl jetzt jemand Schiss, ne? Gut. Okay, Gramox. Auf geht's. Tiefschlag. Zack. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Schlag dich selber. Ja. Komm. Ja, Yannick, wir füllen deine Energie. Sehr gut. Komm, Gramox, das schaffst du auch noch. Ich sag ja, du bist hier der Schlüsselspieler. Ja? Komm, das schaffst du, komm. Komm, komm, komm. Yes! Gramox, du bist der Beste. Ach, das kommt noch. Egal, das kriegst du auch noch weg. Komm. Der kann nix. Oh, oh, und fuck, fuck, fuck. So, jetzt werde ich... Vollste... Das ist sehr gut. So. An den KP her ist das echt knapp. Ich glaube, in der nächsten... Ah. Okay, wir machen das anders. Puh. Gerade... Oh nein, ich habe nur einen Beleber. Okay, wir müssen jetzt einfach... Nein!